Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Heute wieder in einer Solo-Runde. Ganz alleine. Ich habe ein bisschen Angst. Wir betreten das Tanglewood Street House. Auf fortgeschritten. Ja. Los geht's. Check the equipment, get set up before investigating. And remember to check the whiteboard for help. Okay, Salz habe ich mitgenommen. Ja. Salz habe ich, Räucherstäbchen leider nicht. Ein Foto werde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen. Ah, gut, ne? Gutes Gelingen, ne? Ist der Himmel schön. Den haben sie gepatcht, ne? Das ist mir schon mal aufgefallen, aber... Haben sie gepatcht. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Imagine, er ist im Schrank. Hier, lass mich erstmal... So an den gemeinen Stellen gucken. Ich habe was gehört. Was umgeschmissen. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe dich gehört. Schmeiße etwas um. Öffne eine Tür. Gib mir ein Zeichen. Er hat eine Tür geöffnet. Jetzt muss ich schnell sein. Okay, er ist hier. Ich gucke jetzt hier noch. Ups. Eingangsbereich ist gut. Eingangsbereich ist gut. Jetzt ist die Frage, wo stelle ich die Kamera hin? Ich stelle sie mal vorsichtshalber erstmal dahin. Okay, Beeilung. Solange wir die Vorbereitungszeit noch haben, nutzen. Okay, 30 Sekunden. Buch und Box erstmal. Buch lege ich zuerst rein. Ist die Frage, ist er jetzt hier im Flur im Eingangsbereich oder im Bad? Gib mir ein Zeichen. Schreib in das Buch. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, Box. Box. Und EMF5. Er ist im Bad. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Der ist ganz schön aktiv.
Das sind Zwillinge, oder? Die machen viele Sachen schnell hintereinander und parallel. Okay, alter Zinnober. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein. Wie sieht's mit der Sanity aus? Sanity ist noch in Ordnung. Ich weiß nicht, wo verstecke ich mich? Im Keller? Foto lasse ich gerade mal einfach so da liegen. Also das Salz würde ich schon noch ganz gerne platzieren. Und ja, und noch Finger. Zweimal haben sie, glaube ich, versucht, das Buch oder er, sie, es ins Buch zu schreiben. Dann hätten sie es getan. Okay, Finger kann ich hier lassen. Sehr gut. Oh, Gefrier wäre Zwillinge. Ich habe kein Tempo mitgenommen. Dots wären... Okay. Dann platziere ich Dots. Ich habe nur einmal Dot. Okay. Scheiße. Ja, ich bin nicht bestens vorbereitet. Aber das Salz will ich platzieren. Das hat jetzt gerade höchste Priorität. Okay, das hat soweit funktioniert. Ja, das ist das Ding, ne? Ich habe keinen Atem. Stand jetzt. Aber wenn ich keine Dots habe, dann... Dann würde mir das reichen. Weil, wie gesagt, ne, Dots wäre Gespenst. Aber für Zwillinge bräuchte ich Gefrier. Okay, mit der Sanity sieht's noch gut aus. Salz hat ja auch geklappt. Ich würde... Knochen und verfluchtes Objekt suchen. Nehme aber vorher, weil man sie nicht verbraucht, eine Sanity-Pille. Ich weiß nicht, bin ich da bei denen jetzt wieder auf Status Quo? Sagen, warum ich keinen Knochen finde. Hier gibt es ja schließlich keinen Ofen.
Event. Ich hätte ein Foto machen können. Scheiße. Aber ich finde den Knochen. Ich finde den blöden Knochen nicht. Ich weiß nicht, wo der Knochen ist. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt's auch... Also, Knochen gibt's eigentlich immer. Deswegen. Okay. Ein bisschen Geld kriegen wir aber. Jetzt, aua, mein Bein. Jetzt weiß ich halt immer noch nicht, ne, was das ist, ne? Ach, Mist, ey. Aber sind wir mal ehrlich. Dots wären längst gewesen. Dots wären längst gewesen. Und es macht Sinn, dass es die Zwillinge sind. Räucherstäbchen habe ich leider nicht. Komm. Ich fahre jetzt. Da, die Zwillinge. Zur Not kriegen wir ein bisschen Geld für die Fotos. Das passt dann schon. Mein Gott, Eddie, allein die Runden. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Gespenst. Ernsthaft? Das waren keine Zwillinge. Aber das heißt ja, da hätten Dots sein müssen. Oder bin ich jetzt doof? Level 200. Oh mein Gott. Okay. Ich stempel die Runde jetzt nicht als weniger schlecht ab. Aber okay. Ist in Ordnung. Starke Taschenlampe. Ich nehme wieder beide Sanity-Pillen mit. Das Feuerzeug. Das Salz. Auch wenn ich nicht glaube, dass es nochmal vorkommt. Ausnahmsweise auch das Räucherstäbchen und die Videokamera. Dann kann ich auch den Bewegungssensor mitnehmen. Gut. Auf ein neues. Ui. Ja. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Kerze, Salz und Bewegungssensor, das ist sehr, sehr gut. Light switching? Irgendwas mit light switching. Probably be careful, sagte er. Ich mach kein Licht an, das ist mir. Ist das ein Zeichen dafür, dass es ein Raiju oder sowas ist? Ich frag nur. Bist du hier? Ich guck schon mal nach Knochen. Das war...
Mein Magen. Strom ist im Keller. Fuck my loof, ey. Fuck my leaf, ey. Liefe, loofe, laffe. Bist du hier? Wo bist du? Etwas umgeschmissen. Ich weiß nicht, wo, aber er hat was umgeschmissen. Eine Tasse. Irgendwas Tassen. Gib mir ein Zeichen. Ey, komm, ich hab's doch genau gehört. Du kleiner Hustensohn, ey. Ja, wir hatten eben 5 oder war das ein Bug? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jesus, ich hab den Raum. Ich hab den Raum. Und damit ich sicher gehe, nehme ich das Salz mit. Und ein Dot. Alter, ich brauche meinen Beruhigungstee. Heilige Scheiße, ey. Ey, ich fotografiere den Schritt nicht mehr. Habe ich keinen Bock drauf. Also, kein Bock ist relativ, ne? Ist ein verschwendetes Foto, sind wir mal ganz ehrlich. Okay, gut. Jetzt schaue ich, ob ich noch Zeit habe oder nicht. Nein, okay, gut. Dann schaue ich erst, weil er ist in dem Raum. Er ist durch Salz gegangen, ne? Hat auch gezählt. Ich hatte einfach, als ich diesen Raum reinging, am Bett direkt EMF5. Oh mein Gott. Aber bis jetzt keine Dots. Okay, der ist sehr aktiv. Ich würde jetzt mal, ne, hier Looky Looky machen im Augenwinkel und mal eben ganz kurz schauen. Wir haben EMF5. Einen sehr aktiven Geist. Und es kann kein Poltergeist sein. Okay, gut. Ich nehme mal an, es kann auch alles sein. Ja. Oh, am besten wäre Orb. Weil, ne, wegen und so. Aber Orb haben wir nicht. Ich müsste eine Kamera genau auf die andere Seite platzieren. Mit dem Buch, sag ich schon hier. Mit der Box. Damit ich weiß. Okay, ich weiß, dass er da ist. Er, sie, es, ich, ja. Warte, ich gucke mal. Gefrier. Bist du hier? Wo bist du? I'm behind you. Gefrier und Box.
Geoffrey und Box. Das sind jetzt die Zwillinge? Willst du mich verarschen, Spiel? Willst du mich verarschen? Okay. Feuerzeug, weil da Kerze und Bewegungssensor. Ich nehme vorher eine Sendedibelle. Weil das Geld will ich noch. Ich könnte jetzt auch noch nach dem verfluchten Objekt gucken. Und nach dem Knochen. Aber ganz ehrlich, ich will nicht in den Keller. Auch wenn ich da vielleicht safe wäre. Die Kerze ist hinten. Puste die Kerze aus. Ich hatte die Hoffnung, dass da der Knochen liegt. Aber nein, das ist wahrscheinlich alles im Keller. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Kerze hat geklappt, Bewegungssensor noch nicht. Noch beschissen hätte ich die Kamera nicht platzieren können. Okay, komm. Ich nehme die Kamera. Und gehe in den Keller. Yay. Irgendwie die Knochen rausgepatcht, oder? Oder was ist hier Phase? Hä? Bin ich blind? Ist schon wieder kein Knochen. Ich habe das ganze Haus jetzt abgesucht. Nicht mal ein verfluchtes Objekt. Nichts, gar nichts. Was soll denn das? Schon wieder kein Knochen. Das ganze Haus durchkämmt und keinen Knochen. Sag mal, was ist denn falsch hier? Nee, ganz ehrlich, ich fahre jetzt. Bewegungssensor hat sogar noch geklappt. Umso besser. Aber fototechnisch? Ja. Irgendwie gibt's keine Knochen mehr. Frag mich aber nicht, warum. So. 201, ja, hier in der Reihe. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Phasmophobia. Kurz und knapp. Macht's gut. Ciao.